Ja, ich habe ja 2010 oder 11 angefangen mit YouTube. Das hat ja alles klein angefangen mit den besten Toren, die hochzuladen. Dann haben wir uns mal vor der Kamera gezeigt und das war irgendwie so ein Prozess, sage ich mal. Aber ich würde sagen, so ein bisschen Durchbruch war schon 2015 ungefähr. Da hatte ich dann auch meine Let's Skill-Folgen gemacht. Das waren so Episoden bei FIFA, wo ich dann halt Tricks gemacht habe und voll die verrückten Sachen. Und dann waren die 200.000 Abonnenten da und dann immer Step by Step. Ein krasses Erlebnis hatte ich auf jeden Fall. Das war das Live-Event in Warzone, wo Cold War sozusagen geteasert worden ist. Da hatte ich 7.800 Zuschauer auf einmal gepiekt, sonst hatte ich immer so 400, 500 oder so durchschnittlich und auf einmal 7.800, da dachte ich mir auch, ach du Scheiße, was passiert hier und so. Twitch ist halt auch ein bisschen glückbasierend, wie bei mir. Ich habe zum Beispiel Trimax-Turniere gewonnen und dann wurde ich von Fortnite, also Epic Games zusammen und Trimax nach Berlin zum Spotlight-Stream eingeladen und da haben halt auch 8.000, 9.000 Leute zugeguckt und wir haben dafür 3 Stunden, glaube ich, gestreamt oder 2 und das hat mir dann so den ersten Push von 20 oder 30 Zuschauern auf halt 400 gegeben. Was wichtig ist auf jeden Fall, wenn man sich eine große Community aufbauen will, ist auf anderen Plattformen Videos hochladen, YouTube, Insta, Discord, Twitter, damit von da die Leute auf deinen Livestream aufmerksam werden. Also wenn ihr euch auf ein Spiel fokussiert, ist es natürlich ein bisschen einfacher, eine Community aufzubauen. Was immer gut ankommt, ist ein Spiel und dann nochmal Just Chatting und auf YouTube-Videos reagieren. Man sollte halt immer wirklich Bock auf den Stream haben. Man sollte nicht den Stream anmachen, wenn man irgendwie schlechte Laune oder sowas hat, weil das überträgt sich dann auf die Leute auch und nicht planlos in den Stream gehen. Authentisch bleiben, ehrlich bleiben, sich nicht verstellen. Das ist auch sehr wichtig. Jetzt nicht irgendwie aufgedreht sein, obwohl man eigentlich die ruhigste Person der Welt ist. Und dann, wenn man durchzieht, dann denke ich, dann wird sich das schon irgendwie entwickeln. Aber es gibt halt kein Erfolgsrezept. Ne? Ist bei jedem immer anders. Ich glaube, auf Twitch alleine groß zu werden, ist relativ schwer. Du brauchst so einen Anfangshost oder so. Du kannst auch mit anderen Streamern zusammenzocken, dass du quasi die Community von dem anderen Streamer dann auf deinen Livestream aufmerksam machst. Ich hoste nach meinem Stream immer so Streamer von 5 bis 10 Zuschauern. Die haben danach jetzt nicht krassen mehr Zuschauerzahlen, aber es sind so 10, 15 Average mehr. Dann Funktionen von Twitch verwenden, wie beispielsweise Wetten. Darauf haben die Leute auch immer Bock. Geile Events planen, Turniere planen, Verlosungen an die Community. Was auch noch wichtig ist, immer reden im Livestream. Also wenn man nichts sagt, dann guckt man halt auch nicht zu. Man geht auf den Livestream, der Typ redet nicht, man denkt sich, ja, okay, was für ein Bullshit, gehe ich wieder raus. Man muss auch wirklich immer Bock haben auf den Livestream. Auch bei 5 Zuschauern, auch bei einem Zuschauer. Orgas an sich sind immer eine geile Sache. Die meisten können es halt dadurch Fullzeit machen. Von denen habe ich bekommen einen PC. Von denen habe ich bekommen 3 Bildschirme, mein Mikrofon, mein Headset. Da gehört ein vollständiger Vertrag zu. Eigentlich, wenn du eine Orga beitrittst, hast du ein Gehalt. Also viele, die jetzt so Semi-Pros sind, haben meistens bei den Orgas so einen 3-6-Monats-Vertrag. Also mein Tagesablauf ist, ich stehe morgens auf, 8 Uhr, 7 Uhr, mache dann mein YouTube-Video, dann chill ich ein bisschen, mache mir Essen, mache Sport oder sowas und dann um 17 Uhr gehe ich dann live und dann ist schon 21 Uhr, dann ist der Tag quasi vorbei. Also ich bin quasi die ganze Zeit am Arbeiten, aber für mich ist es ja quasi keine Arbeit, weil ich es geil finde. Aber ja, man muss auf jeden Fall auch was tun dafür, sonst von nichts kommt halt nichts. Mache ich momentan hauptberuflich, aber ich bin nebenbei noch am Studieren. Da waren irgendwelche Fotos offen von mir, die ich nicht zeigen wollte im Stream und dann habe ich Bildschirmübertragung oder den Bildschirm gewechselt, besser gesagt. Und dann wurden da irgendwelche Fotos gezeigt und Verläufe und WhatsApp-Verläufe und da waren dann zum Glück aber alle Nummern eingespeichert, weil sonst, ja, hätten ein paar Leute dann ein bisschen Nachrichten bekommen, denke ich mal. Deshalb, wenn man live ist, dann muss man schon aufpassen, was man da alles sagt und einstellt und. Also mir fällt so oft ein Glas Wasser um. Das ist krass. Also Pulver ist mir komplett mal auf die Tastatur gefallen, wo ich einen Level-Up-Shaker machen wollte. Meine Top 3, das ist die Nuklear Edition, das ist Galaxy und Sour Gummy Worm. Bubble Boom auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Sorte. Unnormal geil. Also es erinnert mich an dieses Eis mit diesem Stiel, wo dann auch das Kaugummi drin ist. Das ist einfach pure Kindheit. Das ist dieser 1:1 früher alte Kaugummi-Geschmack. Das ist richtig geil. Ich liebe sie. Fast jeden Tag, vielleicht alle 2 Tage oder sowas. Ich bin aber nicht süchtig.